Hi, ich bin Janine von Digital Honeycomb und heute werde ich dir fünf Dinge bzw. fünf sogenannte Conversion-Regeln mit auf den Weg geben, die deine Landingpage wirklich erfolgreich machen. Viel Spaß dabei! Also, wenn du deine Landingpage wirklich erfolgreich gestalten möchtest, das heißt, wenn du möglichst viele und qualitativ hochwertige Leads am Ende generieren möchtest, dann solltest du diese fünf Punkte unbedingt mit einbeziehen. Wie diese fünf Punkte genau aussehen und wie du diese eventuell auch umsetzen kannst für dich, das erzähle ich dir in diesem Video. Also starten wir direkt mit dem Punkt Nummer 1. Du solltest immer in der Lage sein, dich in deinen potenziellen Kunden hineinzuversetzen. Also, was genau bedeutet das? Du solltest dir schon, bevor du überhaupt mit der Gestaltung deiner Landingpage startest, überlegen, welche Temperatur hat dein Kunde? Wo in seiner Customer Journey befindet er sich gerade? Wie nah ist er eventuell an einem Abschluss dran? Denn jeder Nutzer ist unterschiedlich. Bestes Beispiel dafür zum Beispiel ein Nutzer, der über Google auf deiner Landingpage landet, der hat schon einen gewissen Bedarf, der hat aktiv nach einer Problemlösung gesucht und ist natürlich wärmer als ein Kunde, der über eine Facebook-Werbeanzeige zum Beispiel auf deine Landingpage gekommen ist. Und der Inhalt und insbesondere natürlich auch die Copy deiner Landingpage sollte immer diesem Bedarf angepasst sein. Also machen wir direkt weiter mit Punkt Nummer 2. Keep it simple. Was genau meine ich damit? Das heißt konkret, versuche dein Lead-Generierungsformular wirklich auf die wichtigsten Informationen zu beschränken. Es gibt auch eine allgemeine Faustregel, die besagt, umso kürzer das Formular ist, desto höher wird die Conversion Rate sein. Zeig deinem Kunden, dass du seine Zeit nicht vergeuden möchtest, dass du seine Zeit wertschätzt. Natürlich gibt es auch hier gewisse Ausnahmen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein komplexes, hochpreisiges Produkt verkaufen möchtest, brauchst du natürlich unter Umständen auch mehr und wichtigere Informationen von dem Kunden. Mein Tipp an dich ist hier, unterteile dein Formular in mehrere kürzere. Nutze ein sogenanntes Multi-Step-Formular. Also wie der Name schon sagt, so ein Formular ist in mehrere Schritte unterteilt. Das heißt, auf der ersten Seite werden zum Beispiel die Kontaktdaten des Kunden abgefragt. Dann klickt der Kunde weiter. Dann kommen vielleicht Fragen zu seiner Dienstleistung, zu seinem Produkt, zu seinem Werbebudget, was er bereit ist, auch auszugeben oder was er ausgeben kann. Und so ist der Kunde mehr gewillt, dieses Formular auszufüllen, als wie, wenn du jetzt ein ellenlanges, kompliziertes Formular ihm bereitstellst, dein Kunde, der Nutzer, der wird dieses Formular niemals ausfüllen. Machen wir weiter mit Punkt 3. Ich nenne es The Final Countdown. Also wie der Name schon sagt, wenn du jetzt zum Beispiel für dein Webinar möglichst viele Anmeldungen generieren möchtest oder du planst einen Produktlaunch, also zum Beispiel den Verkauf eines Buches an einem ganz bestimmten Zeitpunkt, dann versuch einen Countdown auf deiner Webseite, auf deiner Landingpage zu positionieren. Denn so ein Countdown, der drückt insbesondere immer die Exklusivität deines Angebots, deines Produktes aus und gleichzeitig wird auch der psychologische Druck auf den Kunden erhöht. Das heißt, es ist viel wahrscheinlicher, dass der Kunde sich zu deinem Webinar anmelden wird oder das bestimmte Produkt kaufen wird. Also machen wir weiter mit Punkt 4. Sag Danke. Aber richtig. Also es ist auf jeden Fall schon mal gut, wenn du eine Danke-Seite hast. Das heißt, du zeigst damit, dass du den Kunden wertschätzt. Was ich aber leider allzu oft bei vielen Coaches und Trainern sehe, ist, dass das Potenzial dieser Danke-Seite einfach nicht ausgeschöpft wird.
dass da Potenzial auf der Strecke bleibt. Versuch, dem Kunden zum Beispiel einen Mehrwert anzubieten. Also sei es jetzt der Download eines E-Books, eines Ratgebers oder eine Checkliste. Oder geh sogar noch einen Schritt weiter und positioniere ein Upsell auf der Danke-Seite. Du hast die Person ja schon für dich gewonnen. Du hast ja nichts mehr zu verlieren. Und das Gute an so einem Upsell ist natürlich auch, dass sich dieser auch wiederum positiv auf deinen Return on Advertising Spend auswirken kann. Das heißt, dass du aus deinen Werbeanzeigen am Ende mehr Gewinn herausholen kannst. Nun kommen wir zum allerletzten Punkt, zum Punkt Nummer 5. Und für mich persönlich ist es auch der wichtigste. Und zwar der Social Proof. Was ich halt in letzter Zeit auch häufig merke, ist halt, dass genau dieser Punkt, der so offensichtlich ist, so logisch ist, einfach unterschätzt oder sogar missachtet wird. Warum ist Social Proof eigentlich so wichtig? Ganz einfach ist es nun mal so, dass unser Gehirn stets um Effizienz bemüht ist und immer den Weg des geringsten Aufwands nutzt. Es ist halt einfach so, wenn wir zum Beispiel im Web ein Angebot annehmen wollen, dann ist das natürlich immer mit kognitiver Anstrengung verbunden. Und es ist halt auch so, dass wir immer darum bemüht sind, also der Kunde ist darum bemüht, den Rechercheaufwand möglichst gering zu halten. Deswegen ist es halt nun mal auch so, dass der Kunde sich oft bei seiner Entscheidung auf das Urteil anderer verlässt. Und mit Social Proof auf deiner Landingpage bist du dem Kunden quasi einen Schritt voraus und du nimmst ihm diesen Aufwand ab. Und er wird dir definitiv dankbar dafür sein. Gleichzeitig schaffst du dadurch natürlich Vertrauen. Du zeigst mit diesem Social Proof, dass du der Experte auf deinem Gebiet bist. Und es ist natürlich dadurch auch viel, viel wahrscheinlicher, dass der Kunde sich für dein Webinar eintragen wird oder dein Produkt kaufen wird. Und bei Social Proof gibt es natürlich verschiedenste Arten, sei es jetzt Kundenbewertungen, also Kundenrezensionen, vielleicht Trust-Symbole oder auch irgendwelche Videos von Kunden, wo sie erzählen, wo sie von ihren Erfolgsgeschichten mit dir erzählen oder vielleicht sogar eine Logowand, wo du die Logos deiner Kunden platzierst. Also all das wird dazu beitragen, dass deine Conversion Rate steigt. Also, um das Ganze hier nochmal zusammenzufassen, wenn du willst, dass deine Landingpage wirklich erfolgreich ist, dass sie am Ende konvertiert und dass du möglichst viele qualitativ hochwertige Kunden für dich gewinnst, dann solltest du auf jeden Fall diese 5 Punkte zumindest versuchen, auf deiner Landingpage irgendwie zu integrieren. Also in diesem Video geht es jetzt nicht darum, wie der Aufbau einer Landingpage funktioniert. Also ich möchte dir jetzt nicht erzählen, welche Sections du mit einbeziehen solltest oder wie du deine Landingpage designen solltest. All das kannst du mittlerweile überall nachlesen. Aber diese 5 Hacks, sage ich jetzt mal, also die werden dir auf jeden Fall dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Und du wirst deiner Konkurrenz definitiv einen Schritt damit voraus sein. Wenn du jetzt natürlich noch am Anfang stehst, das heißt, vielleicht hast du ja auch noch gar keine Landingpage gebaut, du brauchst vielleicht Hilfe bei der technischen Umsetzung oder hast einfach schlicht und ergreifend keine Lust oder keine Zeit dafür, dann klick auf jeden Fall unter dem Video auf den Link und buch eine kostenlose Marketingberatung bei uns. Und wir werden dir da auf jeden Fall sehr, sehr gerne weiterhelfen und mit dir die beste Strategie zusammen ausarbeiten, damit deine Landingpage auch wirklich konvertiert und neue Kunden für dich generiert. Ansonsten abonniere natürlich auch gerne unseren Kanal, lass einen Like da oder einen Kommentar und schalte nächste Woche wieder zu dem nächsten Video von uns ein. Ich freue mich auf dich. Bis bald.